Baby. Doch gesagt. Rock Baby. Willkommen im kleinen Amsterdam des Nordens. Wie man sieht, hier krachten Tränefahrten. Wir wollen in der Träne angeln und in Friedrichstadt. Und das ist der Captain da. Hallo, Captain. Sag mal, Uwe, fährt er auch schon Auto? So. Die Heringe, die hier drüben. Ja. Bismarck-Hering. Was beißt eigentlich heute, du? Bismarck-Hering. Also, Friedrichstadt hat einiges zu bieten. Die Träne, die Eide, alles gabelt sich hier. Und wir wollen hier versuchen, einen Lachs zu fangen in der Träne. Wir wollen versuchen, eine Aalern zu fangen. Wir wollen, was wollen wir noch versuchen? Da ist die Kamera. Wir werden versuchen, einen Barsch zu angeln, damit wir heute Abend was Vernünftiges essen können. Ja. Wir werden gleich alles geben. Ja. Und Angeln vom Tretboot, ja, kann ich euch nur empfehlen. Ja, das und ist jetzt mal ganz anders. Und ja. Ich kann euch nur einen Tipp geben, ihr müsst mal mit Heinz fahren. Ja. Und jetzt geht die Sendung los. Und bei uns sagt man immer, Rute raus, da bitte in die Kamera. Rute raus und der Spaß beginnt. Wunderbar. Jörg Owens hat uns nach Schleswig-Holstein eingeladen. Wir angeln in der Träne, nördlich von Dreyer. Und in der Holländerstadt Friedrichstadt. Spezialität, Grachtenangeln vom Tretboot. Heinz, du fährst verkehrt. Ach so. Wir legen da genau vor. Wir sind doch dahinter. Da ran. Nee, ich muss doch jetzt die Anmoderation machen. Das ist doch ein schönes Bild, wenn er kommt. Unser Experte ist ein waschechter Nordfriese. Er hat schon als kleines Kind in den Grachten geangelt. Und zwar erfolgreich vom Tretboot aus. Der kommt. Nee, hier nicht rückwärts, das bringt nichts mehr. Doch. Man glaubt ja nicht, wie schwer sich so ein Tretboot lenken lässt. Horst hat gut reden. Oh Mann, oh Mann. Jetzt vorwärts. Weil ich drehen will. Ja. Warte, fahr mal vorwärts. Ja, was denn? Vorwärts. Was war? Ja, wie verrückt. Jetzt vorne gehen. Oh. Wollen wir uns nicht an dem Anleger da festmachen? Nach einer halben Stunde Irrfahrt durch die Grachten haben wir endlich unseren ersten Angelplatz erreicht. Jörg hat Fisch. Da ist er doch. Ne? Wie auf Kommando. Könnt ihr den sehen da? Können Sie den sehen? Der ist so klein, kann man kaum sehen. Ne? Gib mal her den. Das ist also ein original Grachtenbarsch. Ein Grachtenbarsch. Ziemlich klein. Aber fein, ne? Barsch ist fein. Barsch. Und was mir Jörg natürlich nicht gesagt hat, der hat natürlich wieder getrickst, der alte Bursche. Hat so eine kleine Made mit ran gemacht hier. Du Schlingel, du. Ui. Ein Grachtenbarsch. Da ist er. Ich bin nicht mehr Schneider. Herrlich. Das sind ja Löwen hier, du. Ein Barsch nach dem anderen. Aber mit diesen Mini-Barschen wollen wir uns nicht zufrieden geben. Wir sind ja schließlich keine 5 Jahre mehr alt. Stellungswechsel vor die Tore der Stadt. So. Anderer Platz, andere Angelmethode. So, Abenteuer Nordfriesland. Jetzt sind wir hier an der Friedrichstädter Schleuse. Jetzt kommt Schwimmbrotangeln. Ne? Wir angeln mit Schwimmbrot am Schlängel. Am Schlängel? Schlängel bedeutet. Ja, da ist der Schlängel. Dick, Holz. Ein Holz. Holz, das Teil schwimmt da. Guck mal, ich habe da schon was gesehen an der Oberfläche. Ne? Da war was. Waren das Uggels oder was waren das? Ja, das kann sein. Ja. Das Wasser immer ein bisschen immer weiter. Los. Und gehen wir mal ran oder wollen wir die jetzt vertreiben? Nee. Also für mich auch eine neue Angelart. Also dieses mit Schwimmbrot angeln, kenne ich so auch noch nicht, Jörg. Horst man lernt auch, ja nie aus. Was. Ich habe ja nur schon viele Angelarten mitgemacht. Ja. Horst hat ja sogar einen Fliegenfischerkurs gemacht. Das allerdings habe ich mir noch nicht angeguckt. Das machen wir in einer der weiteren Sendungen. Wird bestimmt spannend, Horst, glaube ich. Ja. Ja. Also. Ja, fehlen die Worte. Nee. Jetzt kommt die Futterschleuder zum Einsatz. Popcorn mit dem Angelkatapult zielgenau abgeschossen. Das soll die Aalande anlocken. Und den Wind muss auch mit einkalkulieren. Ich habe jetzt hier eine Brotflocke drauf, ein bisschen weicher, in der Hoffnung, dass sie sich das reinlutschen. Wir versuchen das mal. Aber die Enten mögen das auch, da muss man immer ein bisschen aufpassen. Nicht nur die Enten, auch eine Etage tiefer gibt es Interessenten für unser Brot. Jetzt hast du, jetzt ist er dran.
Jetzt Horst, hau an. Hau an, du hast an. Nein. Doch. Zu früh. Ja? Der muss ja richtig abziehen. Na, da war was. Aber das, was wir hier im Augenblick machen, ne, das ist für mich eigentlich was ganz Ungewöhnliches. Das ist eigentlich Rudelangeln, oder? Rudelangeln? Ja. Weil man immer drei Leute auf 2,80 Meter. Also das ist schon eine enge Kiste. Und deshalb schleicht sich Jörg davon. Versucht es alleine, an einer Stelle 100 Meter von uns entfernt. Was er nicht weiß, ich habe inzwischen umgebaut. Angel kurz über dem Grund. Fisch, Fisch, Fisch! Heinz! Jawohl, da ist er noch. Oh, richtig schöner großer. Ein schöner. Super. Oh, das ist unser Zielfisch. Auf Brotflocke, Heinz? Schöner Aaland, ne? Ja. Kleiner Aaland. So, wir können das ja mal sagen, ne? Irgendwie haben wir den alten Fuchs überlistet. Er redet ja von Brotflocken und Schwimmbrot und was weiß ich. Ich habe mal geguckt, was er noch so da hat, außer Pinkies und Brot und Popcorn. Also er hat noch ein paar schöne Mistwürmer gehabt. Und den habe ich jetzt mit einem Mistwurm gefangen. Das sagen wir ihm aber nicht. Ne, Horst? Nee, wir haben jetzt mal einen Fisch gefangen, genau. Heinz. Ich habe schon gedacht, wir sind hier im fischleeren Raum. Irgendetwas scheint er wohl doch mitbekommen zu haben. Jörg Owens kehrt zu uns zurück ins Rudel. Ja, da, pass auf, da, ich hab schon wieder Biss. Heinz, Heinz! Heinz, bleib ruhig! Ach, die gibt's auch einen kleinen hier. So. Petri, Heinz! Das ist so. Na bitte, klappt doch. Mistwurm ran, Aaland Nummer 2. Schöner Aaland. Kameramann Carsten hat die Position gewechselt. Und wieder ein Biss. Und weil er nicht so schnell zu uns runterkommt, zeigen wir die Landung mal aus Anglerperspektive mit unserer Minikamera. Horst fängt den dritten und bisher größten Aaland. So, wir machen eine kurze Pause. Das ist der herrliche Blick auf die Eiderbrücke. Und hinter uns quasi geht eine Trine auf Reisen. Alles weitere von Chef Jörg Owens. Das ist die Trine. Unten die Eider, so wie Heinz das erklärt hat. Hier unten ist dieser strategische Punkt. Da müssen die Lachse durchschwimmen, wenn sie die Eider hoch wollen. Die haben von hier noch ungefähr 35 Kilometer zu schwimmen. Die warten hier unten, bis die Strömung weniger wird. Und dann paddeln sie da rein. Die ziehen Lachse, die Träne hoch. Ne? Die ziehen die Träne hoch. Genau. Also die Lachse und auch die Meerforellen und alle Fische, die so... Die Nordseeschnäbel, alles. Alles. Sämtliche Fische müssen hier quasi durch. Ja, hier gibt es einen ständigen Wechsel auch zwischen Fisch, weil hier unten ist das Wasser noch ein bisschen brackig. Wenn die Eider aufläuft, ist es noch ein bisschen salzhaltig. Ab Schleuse, aufwärts wird es dann Süßwasser. Genau, und wir haben versucht, einen Lachs zu fangen. Und zwar an dem Tag, wo man das erste Mal mit Naturködern angeln darf. Das ist hier in Nordfriesland an der Trine am 1. April. Und das ist kein Scherz, wir waren dabei. So, da sind wir, wie immer, ausgeschlafen. Jörg ist dabei, Horst ist dabei. Ja, heute ist der erste Tag, wir haben heute den 1. April. Ja. Jörg hat uns hierhin eingeladen und hat gesagt, weißt du, dass wir hier eine reelle Chance haben bei normalen Bedingungen. Wir haben natürlich nicht damit gerechnet, dass wir jetzt noch tiefsten Winter haben, hier eine Salmonide, sprich eventuell einen Lachs, Meerforelle oder Bachforelle zu fangen. Ja. Das wäre das natürlich jetzt vom Sonnenschein her optimal, aber wir haben heute Nacht wieder 8 Grad Minus gehabt. Der Schnee liegt noch am Ufer, ist wenig Wasser im Fluss, aber wir werden schon packen, nicht Jörg? 3,9. Das ist ganz gut, ne? Ja, es gibt also diese magische Grenze. Unter 4 Grad fressen die Fische nicht mehr, weil die haben dann keinen Stoffwechsel mehr. Dann stehen die nur noch am Grund. Wir haben eine Chance, dass die Sonne ein bisschen höher kommt. Heute Wetter ist ja schön. 3,9 hast du das. Ja, pass mal, Heinz, von dieser ganzen Temperaturmesserei halte ich gar nichts. Also, du musst angeln gehen, wenn du Zeit hast. Was nützt uns das? Weißt du, wir haben jetzt nur 3,9 Grad, dann fahren wir nach Hause, weil das Wasser zu kalt ist. Ne, also von daher, ne, wir müssen Rute raus, der Spaß beginnt, so rein damit ins Wasser. Wir machen sogenanntes Treidelangeln. Die Pose wird mit der Strömung weggetrieben und so schleift der Köder am Grund entlang. Das ist was ganz Besonderes, was ich jetzt hier fange. Das ist ein Nordseeschnäbel. Das ist eine geschützte Fischart, die hier wieder eingebürgert worden ist.
In der Hektik bekommt Jörg gar nicht mit, dass er einen markierten Fisch gefangen hat. Dieser Schnepel ist zu Forschungszwecken mit einer Art gelbem Kabel an der Rückenflosse gekennzeichnet worden. Hier ist eine Nummer drauf, die wir eigentlich hätten notieren sollen. Egal, Hauptsache, der Fisch ist wohl auf. Wir müssen das auch ganz schnell und schon zurücksetzen. Der hat sich auch gar nicht wehgetan. Und Nordseeschnepel sind wirklich ganz besondere Fische. Aber immerhin, du hast ja nicht zu viel versprochen. Petri Heil. Toll. Und hat er ruckartig gebissen, hart oder? Ganz, ganz klarer Biss. Klarer Biss. Ich angel ja ohne Pole. Ja. Ich mache Spürangeln, das heißt, ich halte die Schnur fest und kann in der Leine dann erkennen, wie der Fisch beißt. Hast du eigentlich schon gesehen, was ich für eine super Pose mir selbst gebastelt habe? Dann können wir die auch mal zeigen, oder? Ja, da war ich eben schon total begeistert. Rute raus, der Spaß beginnt. Ja, Sektkorken und Federkiel. Früher haben wir die Dinger uns selbst gebastelt, aber funktioniert. Ne? Man sieht. Ja. Doch, guck mal, Jörg hat ja Weinkorken drauf. Guck mal, und ich mache das so. Aber du musst immer vorher austrinken, oder? Ja, genau. Ich kann die Pose mal ganz schnell wieder abnehmen. Ja. Ich habe den Korken nur geschlitzt. Ja. Und wenn die Strömung dann nicht so stark ist, drücke ich das da nur rein. Ja. Und kann den dadurch besser rumdriften lassen. Ja. Und unten hängt da so ein alter Taubung dran hier. Und hakenfrei. Ja. Hakenfrei, immer. Hakenspitze frei. Ja. Generell bei jeder Angelart. Ja. Die, Haken, die Hakenspitze deshalb frei, wenn man den Haken in den Köder reinzieht und der Fisch beißt, kann man den nicht haken, weil der Angelhaken halt versteckt ist. Und Fische haben einen Nachteil, das ist unser Vorteil. Die wissen nicht, dass der Angelhaken Angelhaken ist. Ach so. Ja, voll fies, aber ist so. Horst angelt auch mit Pose, allerdings keine selbst gebastelte. Nützt auch nichts. Vielleicht ist das Wasser ja doch zu kalt. Es ist später Vormittag. 3 Stunden angeln wir nun schon. Und bis auf den Nordseeschnäbel hat noch nichts gebissen. Und an meiner Pose hat auch noch nichts geruckelt. So, Plan. Plan B oder? Notfallplan. Wir sind immer noch bei Plan A. Plan A, okay. Wir sind immer noch bei Plan A. Ich werde jetzt gleich in den Bäumen mal ein bisschen rumstochern. Rumstochern. Jörg meint damit, angeln dicht an den Büschen, ohne Pose. Mündet die Gebäcke auch ein. Und das lässt sich auch super gut mit der Pose angeln. Man hakt da auch nicht so oft. Die Strecke ist wirklich gut. Nee, schau, mein Kreuz ist kaputt. Ich muss oben rüber. Ja, drück mal runter. Rechts, warte mal. Also auch, dass das wertvoll ist. Oh, das geht doch. Oh, guck ihn dir an hier, du. Das ist ja wie damals Winnetou am Silbersee hier, du. An Indianer Herz kann kein Schwert. Nachdem die erste Hürde über den Elektrozaun genommen ist, das nächste Problem. Mein Haken hängt im Busch. Hans, musst du mir alles nachmachen? Ich werd verrückt hier, du. Mach du mal ein bisschen Druck drauf. Aber ist mal hinten meine Hose kaputt gegangen auch? Deine Hose? Irgendwas ist irgendwas da gerissen hier. Zeig mal. Ja, du hast dir den Ast hier genau wieder reingeschoben. Hier. Guck mal hier. Da. Oh. Den Ast in die Hose gerissen doch nicht. Da mit dem scharfen Ast hat er sich genau die Hose zerrissen. Heinz, du gehst reißend weg hier. Geschafft. Gerettet sind Haken und Pose. Kaputt ist nur die Hose. Was ist das denn für eine Kappemühle? Die lässt sich so schwer drehen und das ist nur da vorne in der Tür umgedreht. Gleich steht der Wurm unter Strom. Oh. Meine Güte nochmal. Wenn dein Opa das miterlebt hättest, was du, dass du dich wagemutig wegen seiner Pose in die fast in die Träne stürzt. Ja, und die Hose kaputt. Es ist Nachmittag. 5 Stunden sind wir nun schon unterwegs. Vielleicht hat sich das Wasser ja doch ein wenig erwärmt und die magische 4-Grad-Marke überschritten. Darauf hoffen wir. Denn wenn das so ist, dann werden auch die Fische aktiv. Und tatsächlich, bis bei Jörg. Der Punkt hier, der sieht so klasse aus. Kann man sehen hier, die Gumpen, tiefes Wasser.
Und ich hatte so richtig Hoffnung, dass hier noch einmal ein guter Fisch kommt. Ein Hecht, oder was meinst du? Nee, ist eine gute Bachforelle, würde ich sagen. Soll ich die Kette mal nehmen? Oder eine Meerforelle? Ja, mache ich gleich. Stimmt, es ist eine Forellenart. Es ist ein Lachs. Er ist voll mit Egeln, das heißt, der steht richtig noch am Kranz. Den Fischen einfach noch viel zu kalt. Aber für den Wurm hat sich der Lachs dennoch interessiert. Jetzt die entscheidende Phase. So landet die Fische nur ein Profi. Petri. Petri, hi. Naturköder angeln auf Lachs und der kriegt seine Freiheit wieder, darf noch wachsen. Glückwunsch. Ja, super. Vielen Dank. Schöner Lachs aus der Träne. Das war's, unser kleiner Abstecher hier zum Naturköder angeln. Horst hat eine Bachforelle dran gehabt. Nordseeschnepel, Lachs, was wollen wir mehr? Perfekt. Ja, wieso, der Lachs ist natürlich die Krönung der Auslese gewesen heute. Ne? Ah, stellt sich rein. Wie, Heinz, wie hat dir das hier gefallen auf dem Geestrücken in meiner nordfriesischen Heimat? Ich würde am liebsten ins Wasser springen jetzt. Zurück in Friedrichstadt. Wir haben ein Motorboot samt Bootsführer gechartert. Geht schneller und wir haben auch viel mehr Platz. Von der Steinbrücke am Marktplatz fahren wir durch den Mittelburggraben, der schönsten Gracht in Friedrichstadt. Das Amsterdam des Nordens wurde ab 1621 von Holländern gebaut. Es gibt insgesamt 5 verschiedene künstlich angelegte Grachten, in denen auch viel geangelt wird. Aber wir wollen in den neuen Hafen. Da ist das Wasser tiefer und da sollen auch größere Fische sein, meint jedenfalls Jörg Owens. Wir wollen am Seeadler festmachen. Ein Dreimaster, der in Handarbeit von einem Kieler Holzbildhauer gebaut wurde. Dieses Schiff soll später mal als Hausboot genutzt werden. Nach den Riesenbarschen in den Grachten wollen wir jetzt versuchen, mal einen Riesenzander zu fangen. Ob das gelingt, ne, das wird uns der große Meister jetzt erklären. Ja. Ich halte den Erfolgsdruck hier sowieso schon lange nicht mehr aus. Aber Heinz setzt auf mich und irgendwas kriegen wir da hin. Geld kleiner, ist immer gut, ne? Kleiner Fisch aus Gummi und den lassen wir es immer so runterfallen. Und wenn da unten die Zander in den Steinen stehen, haben die vielleicht Mitleid. Ja, Mitleid mit uns. So könnte man das heute schon fast bezeichnen. Irgendwie wollen die Fische heute nicht. Also schaue ich mir mal das alte Segelboot an, an dem wir festgemacht haben. Man muss sich beim Angeln auch mal eine kleine Pause gönnen. Ich finde, das ist ein Schiff, da habe ich mich sofort irgendwie drin verliebt, so ein bisschen, kann man sagen. Weil es ist, hat sowas, irgendwas Unheimliches, Abenteuerliches. Halt, wie das Angeln so ist, ne? Oder Horst, was sagst du dazu? Du, verschon mich und meine Familie mit einer Einladung auf den Seelenverkäufer, du. Wir verlassen den Seeadler. Den nächsten Angelplatz hat Jörg organisiert. Wir dürfen an einem Grachtenboot festmachen. Hier können wir unser Abendessen zubereiten. Wir wollen räuchern. Dann drehen wir das nochmal um. Hast du die Meerforelle hast du selbst gefangen? Ne? Ja. Wo denn? Selbst gefangen, aus der Träne. Aus der Träne? Aus der Träne. Auch da, wo wir den Lachs mal gefangen haben? Ja, genau. Also normalerweise legt man den Fisch, den man räuchern will, ja so über Nacht ein, so 9-10 Stunden. Du sagst, das muss man nicht unbedingt machen. Wenn man mit dem Tischräucherofen arbeitet, geht das auch so problemlos. Ja. Den schönen Arland, Horst, deinen schönen Arland, den du gefangen hast, den kannst du nachher essen. Kannst du dich jetzt schon freuen. Horst, ja. Schön rosa Fleisch, ne? Ja. Das ist Fleisch. Lachs. Sehr lecker. Wir räuchern auf 2 Etagen. Unten Arland, oben die mitgebrachte Meerforelle. Brennspiritus sorgt für die Hitze. Wir angeln ja hier zwischen Träne und Eider, ne? Ja. Und dann gibt es hier auch einen Fluss, der heißt so wie das, was ich mir gerade mache. Ja, Sorge. Genau, richtig, 3 Punkte. Heimatkunde. Ne? Klappe zu, in etwa einer Stunde sollen die Fische fertig sein. Du musst jetzt mit Kühlendienst beschäftigen. Oh. Aber wieder Kühlendienst. Ich wusste gar nicht, wie lang so eine Haushaltsrolle ist das eigentlich. Ist wieder typische Galli. Aber der zieht schon, der Räucherofen. Während ich den Geruchstest mache, hat sich Jörg mal wieder davongeschlichen und angelt in Ufernähe. Ich hab einen Biss.
Jörg hat umgestellt auf Posenangel mit Erfolg. Ein Rotauge hat sich die Made geschnappt. Und auch ich angel mit Pose. Aber ich nehme einen Wurm, so wie an der Schleuse. Da ist er! Da ist er! Da ist er! Jawohl! Und schöner Barsch! Meine Güte, du! Hey, Barschi, Barschi, Barschi! Barschalarm, Barschalarm, Barschalarm! Ja, ne, so sieht das hier aus. Angeln in der Holländerstadt, so wird's doch gemacht, Freunde. So sieht er aus. Schöner Pfannenbarsch, jetzt können wir den Räucherfisch essen. Das Gericht ist vorbereitet, Jörg ist ganz begeistert. Eins, die Spitze. Und wie heißt die Sendung? Gut, heraus. Und dann machen wir den Deckel mal auf. Oh, das sieht auch lecker aus, ne? Oh, der Fisch ist auch gut. Lasst rein, ja. Ja, ganz lecker. Poppler oder Blinker? Ein langer, anstrengender, aber am Ende erfolgreicher Tag geht zu Ende. So, das ist nicht etwa eine Angelrute hier, sondern das ist ein Klotstock. Und wenn man in Nordfriesland angelt, wir sind ein bisschen außerhalb von Friedrichstadt, dann muss man natürlich manchmal von einem Graben zum anderen, also über den Graben rüber. Und deshalb haben wir zwei Experten, Helge Loof und den zukünftigen Bürgermeister von Koldenbüttel, so sah da unten, ne? Sag mal, wie du heißt? Detlef Hollands. Detlef Hollands, ne? So, und wie kommen wir nun darüber hier? Vertell mal. Ja, wir waren in den Klotstock jetzt... ersetzen, aber das verstehen Sie ja, ne? Ja, wir waren in den Klotstock jetzt in den Graufrinsetten. Jo. Und dann geht er doch rüber. Gib ihm eine Technik, Tobi. Dem kannst du gleich mal ankicken. Ich kicke mir das mal an. Also erstmal ist wichtig, dass wir hier einen festen Untergrund haben. Ja, dass wir einen festen Untergrund haben. Ich übersetze das mal ganz kurz, ne? Und soll ich hochtragen? Nee, mach mal wieder so. Also da wir einen festen Untergrund haben, damit er nicht wegsacken bleibt, dann nimmt man einen Schwung und dann rüber ist das. Ja, dann zeig mal, wie das geht, ne? Zwei. Und. Ja, super. Nein. Mehr ist das nicht. Und wo springe ich rechts ran an der Stange? Du sollst jetzt rechts stramm ran, damit du da drüben hinkommst. Du musst dich da dran ziehen. Dich da dran, komm her, warte mal. Und dann. Eins. Zwei. Und dann rüber. Du hast uns hier wieder was eingebrüllt. Zwei. Und drei. Warte mal. Bei drei springe ich. Ja. Eins. Zwei. Drei! Ich spring nicht. Heinz, ich werf die Rute rüber, ich bleib lieber hier. Nee, Horst, das will ich jetzt sehen. Doch, Horst. Wir kommen erstmal zurück. Zweiter Versuch. Bei drei. Das war auch tief eigentlich mehr nicht. Ja, ich hoffe, Sie schalten wieder ein, wenn es heißt, Bude raus, der Spaß beginnt. Oh, das ist auch noch nicht wahr. Ein sollte dir die Bude geben. Das darf doch nicht was. Darf ich vorstellen, Horst Hennings, mehrfacher deutscher Meister im Meeresangeln, Bootsangeln. So sieht er aus hier. 30 Mal deutscher Meister gewesen. Oh je. Ja, logisch. Das sind Sie. Ihr seid ja nicht mit Amateuren an Bord hier. Ne? Und beim nächsten Mal Dorschalarm in Polen.